Oh, Party im Gold Club. Ja klar, würde ich da jetzt viel lieber mit euch feiern. Naja, wenn ich es geschickt anstelle, dann kauft der Krüppel mir den Gold Club. Frau Hansen, Sie sind ja immer noch da. Ja, Moment. Ja, Florian braucht mich ja noch. Ich rufe dich dann wieder zurück, ja? Ciao. Hi, Flo. Nenn mich nicht Flo. Entschuldigung. Ich nehme an, irgendwo ist gleich Party, ja? Ja. Im Gold Club. Aber es ist immer dasselbe. Kennst du ja. Wegen mir kannst du ruhig gehen. Hast du einen Quatsch? Das dämliche Getue in den Clubs, das nervt mich sowieso immer. Das hast du aber dann immer gut überspielt. Sag mal, sei mal ein bisschen freundlicher zu ihr. Er ist ein kleiner Stinkstiefel. Nicht erst seit seinem Unfall. So kenne ich ihn und so mag ich ihn. Über was lästern wir jetzt? Hast du dir schon ein paar Bilder angeschaut? Nee. Dann wird's höchste Zeit. Ich habe auch ein paar neue Videos drauf. Du lass dich tot. Okay. Na, dann zeig mal her. Shit. Entschuldige, habe ich dich erschreckt? Kannst du nicht anklopfen? Was tust du überhaupt schon wieder hier? Deshalb ich dir erstmal umzuziehen. Nora, meine Beine sind gelähmt, nicht meine Arme. Im Schrank sind T-Shirts. Siehst du? Kann ich ganz allein. Stell dir vor. Daran habe ich überhaupt nicht gezweifelt. Ich dachte nur, vielleicht gefällt es dir, wenn du bedient wirst. Ja? Hast du mal gesagt? Davon weiß ich aber nichts mehr. Es war an dem Wochenende, an dem du mich mitgenommen hast nach Mallorca. Auf die Yacht. Dein Freund Axel und du, ihr habt über einen Film gesprochen. Ein Mann zwischen zwei Frauen. Eine draufgängerische Blonde. Und eine eher unscheinbare, dunkelhaarige. Das war ein Film. Ja. Axel wollte die Blonde. Und du hast gesagt, dass du auf jeden Fall immer die Liebe nehmen würdest, weil du für sie die Sonne bist. Und daran kannst du dich erinnern. Ich will einfach nur, dass es dir besser geht. Dass du wieder stark wirst und laufen kannst. Nora, ich bin gelähmt. Daran wird sich nichts mehr ändern. Das werden wir ja sehen. Hallo, ich bräuchte mal einen Rollstuhl für Florian. Ritter. Oh, ich habe gar nicht gewusst, dass er schon einen Rollstuhl kriegen soll. Gut, dann wissen Sie es jetzt. Welcher Arzt hat denn das angeordnet? Kein Arzt, warum auch? Ist doch bloß ein blöder Rollstuhl. Passen Sie auf, wenn Sie mir schnell sagen, wo die Dinger stehen, dann hole ich mir selbst ein. Bitte? Ich möchte mit meinem Freund raus in den Park fahren. Wo wird das Problem? Das Problem ist, dass ich erst einen Arzt fragen muss. Wenn Sie also vielleicht in einer halben Stunde noch mal wiederkommen. Wissen Sie eigentlich, wer Florian Ritter ist? Er bezahlt einen goldenen Rollstuhl aus der Portokasse. Das ist mir egal. Er braucht einen Tapetenwechsel. Sorgen Sie bitte dafür, dass ich mit Ihnen raus in den Park kann. In dem Ton nicht, nein. Was ist denn hier los? Sie verbietet mir, Florian zu helfen. Ich tue was? Ich glaube, ich übernehme das jetzt, oder? Ist vielleicht besser so. Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Kumpel bist. Ich habe gehört, Schwester Henriette hat die Anfrage nach meinem Rollstuhl zur Chefsache gemacht. Pass auf, wenn wir gleich auf freier Strecke sind, dann fahre ich ein Rallye mit dir. No way. Ich kann das Ding alleine fahren. Henne, jetzt übernimm dich mal nicht. Noah, ich muss das lernen. Ich will selbstständig sein. Siehst du? Geht doch.
Ja. Viel verändert hat sich nicht. Ich staune, wie du das alles so hinbekommst. Endlich wieder frische Luft. Und fertig. Danke. Ab hier komme ich klar. Offensichtlich. Und ab morgen kriege ich Rollstuhltraining. Dann schaffe ich das rein und raus bestimmt auch bald alleine. Das ist die richtige Einstellung. Ich finde, wir verstehen uns richtig gut, was? Schon. Ich wusste nie so richtig, was du wirklich für mich empfindest. Hast meine Schwärmerei damals einfach so hingenommen. Du meinst, als wir diese 2 oder 3 Mal in der Kiste gelandet sind? 5 Mal. Nora, wir waren betrunken. Gut, ich mochte dich auch nüchtern. Aber du warst einfach unerreichbar für mich. Und mögen ist eigentlich noch die Untertreibung des Jahrhunderts. Florian, ich habe wirklich oft an dich gedacht. Weshalb bist du hier? Das habe ich dir doch gerade gesagt. Und weil du mich brauchst, du Dummkopf. Ich will für dich da sein. Nora! Ich wäre nach meinem Unfall nicht mal auf den Gedanken gekommen, dich anzurufen. Das war Schwester Henriette. Rollstuhl? Er taut auf. Alles sieht super aus. Und plötzlich bekommt er einen Rappel. Ja, keine Ahnung, was in seinem Hirn abgeht. Ja, total unverschämt. Richtig vor den Kopf gestoßen. Aufgeben? Nee, das kommt nicht in Frage. Der wird mich jetzt mal richtig kennenlernen. Und lieben. Und ich weiß auch schon wie. Ciao. Er sagt, dass ich ihm nichts bedeute. Oh, wirklich? Dabei weiß ich ganz genau, dass er noch Gefühle für mich hat. Kann sie sich nur nicht eingestehen, weil er sich so minderwertig fühlt. Ich war so nah dran, ihn rumzukriegen. Ja, was werde ich jetzt wohl machen? Weiter pleite sein. So eine bescheuerte Idee. Das hätte ich mir auch gleich denken können. Warum sollte Florian mir auch abkaufen, dass ich für ihn da sein will, wenn diese herzensguten Schwestern für ihn da sind? Das hat er gar nicht verdient, dieser Arsch. Was? Wenn ich sie. Also, ich nehme den nächsten Zug nach München. Frau Hansen! Frau Hansen! Bitte! Sagen Sie nichts. Ich weiß auch so, dass Florian nichts mehr von mir wissen. Ich soll ihm sagen, dass er sich entschuldigt. Und er wird sich freuen, wenn Sie bleiben.